Kurz darauf beruhigt sich euer Puls, Verstand und Körper sind wieder unter Kontrolle. Euer Verstand ist für kurze Zeit ins Taumeln geraten und die Essenz Bals war zur Stelle, um daraus ihren Nutzen zu ziehen. Leer, wo einst die Seele von mörderischer Raserei übermannt wurde, das Zeichen einer Gottheit, die nicht mehr existiert. Es war sinnlos und schrecklich anzuschauen. Die Wirkung des Gifts, das Bal euch verabreichte, ist bei euch eine andere als bei Imon, weil es mit eurer Willenskraft eine Verbindung eingegangen ist. Ihr werdet euch schließlich selbst verlieren, wenn es euch nicht gelingt, eure gestohlene Seele wieder herzustellen. Ein Schicksal, so sagt das schlimmer sei als der Tod, noch dazu eines, das euren Gefährten nicht verborgen geblieben ist. Geht es euch gut? Ich habe so etwas noch nie gesehen. Talisa, das war der Schlechter. Das ist eine der Avatar vom Bals. Ihr wurdet der Schlechter. Der was? Woher wollt ihr das wissen? Ich konnte nichts dafür, es passierte einfach. Wodurch könnte das verursacht worden sein? Eine solche Macht habe ich noch nie gespürt, das war ich? Ich habe schon früher eine Beschreibung des Schlechters gelesen. Er erschien, als die Götter in der Zeit der Sorgen gezwungen waren, auf Toril zu wandeln. Talisa, wir müssen unsere Seelen vom Bodhi und Irenikos zurückholen. Ihr wurdet seelenlos zurückgelassen, das wirkt sich bei euch anders aus als bei mir. Ja, was immer ihr wünscht. Ja. Oh, Verlangsamung. Fort, wenn ihr es wollt. Ihr, wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zur Seite. Okay. Das macht Hass auf alle. Wir müssen bald ruhen. Wie ihr wünscht. Wo ist schon Hass der Mühle, mein Freund? Aber oh, cool. Zeit auf. Okay. Habt ihr einen Plan? Natürlich. Führt mich an, mein Freund. So sei es denn. Sprech hätte ich auch gemacht. Ja, kein Problem. Die Pflicht ruft. Ich verstehe. Die Diener, wenn es von Nutzen ist. Ich war, wenn es das ist, was ihr wollt. Wisst ihr, ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Das hier ist übrigens der Minotaurus. Dieser Statue fehlen ihre Hörner. Ja, ich muss auch noch das zweite Horn finden. Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. Und ja, es gab noch mehr Mithrienmünzen. Und es gibt Minotauren. Und noch mehr Minotauren. Lassen wir die mal in Ruhe. Oh nö. Gauft's. Fort nur, keine große. Wir müssen bald ruhen. Wo ist schon. Wer hat die kleine Scheiße wieder eingeladen? Okay. Der Geist ist willig, mein Freund. Aber dieser alte, zerschundene Körper verlangt nach einer Pause. In Kurtus. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in die Natur. Die Natur des Lebens, das sie gab. Ja. Okay, dann machen wir Magie-Bann. Ich warte, was immer ihr wünscht.
Los, ihr könnt euch auf mich verlassen. Meine Beine tun mir weh. Ihr so viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Ihr, wo und mich, Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt frohlocket. Wisst ihr, ich könnte jetzt wirklich ein wenig ruhen. Hi, Jungs. Mist. Bei Torm, ich will euch zusehen. Ich warte. Das sollte nicht sein. Mein Sturm erledigt. Wenn es das ist, was ihr wollt. So, alle tot. Ja. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir noch mehr kriegen können. Weil sonst trägt niemand Mithril-Münzen mit sich rum, nö. Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. So, und den Raum nutzen wir mal zum Rasten, da die Hälfte ja auch schon rumheult. Fragt nur. Plötzlich wacht ihr auf, deinem Dröhnen in den Ohren. Ein stechender Schmerz durchzieht euren Körper und ihr fühlt euren Verstand langsam schwinden. Verdenkt durch die Dunkelheit im Inneren. Euer Jammer weckt eure Gefährten auf, aber ihm bleibt nicht alles übrig, als zuzusehen, wie euer Schmerz immer größer wird. Ich warte auf euren Befehl. Wow. Ich werde euch ermutigen, ja, ganz meine Meinung. Wir haben gespeichert, oder? Ja. Warum gehen wir nicht hin und betzeln das da drüben einfach nieder? Ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Ich warte. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Dann bleibt meine Runde der Schlechter. So. Eine Tür wurde geöffnet, ja. Fragt nur. Wahnsinn verschwindet und die Essenz im Inneren zieht sich zurück. Aber wenn das so weitergeht, dann werdet ihr nicht nur euch selbst, sondern alles andere verlieren, was euch lieb und teuer ist. Die Ungewissheit über euren Zustand beunruhigt offenkundig auch jene, die mit euch reisen. Die Aufgabe ist trügerisch genug, auch ohne sich ständig fragen zu müssen, wie ihr wohl reagiert. Zum Glück habe ich loyale Leute bei mir. Oh, hi. Was immer ihr wünscht. Ich weiß, wenn ihr es wollt. Ja, verstanden. Ja. Natürlich. Okay, wenn es das ist, was ihr wollt. Geld und Edelstein. Ich glaube, das hier ist nur eine Zwischenkammer, aber... Erscheinung. Hier beginnt die Prüfung vom Wahnsinn zur Rechnungsfähigkeit und Klarheit. Mit uns sind konfrontiert, wie werdet ihr vorhergehen? Ihr wollt mich prüfen, aber dieser Ort ist verlassen. Die Erbauer sind tot. Was ist hier los? Ich verlange eine Antwort. Nehmen wir mal das. Die abgemachten Vorgehensweisen werden eingehalten, unabhängig von Zeit oder Umständen. So geht das hier zu. Proteste sind zwecklos. Dieser Bereich arbeitet für sich so, dass es den Erbauern möglich ist, aus sicherer Entfernung zuzuschauen. Ihr seid hier und es gibt keinen anderen Weg hinaus. Fügt euch oder sterbt, ihr seid geistig gesund genug, um das zu verstehen. Also, als der Wahnsinn lockte, was habt ihr geantwortet? Jetzt kommt die Beurteilung, wenn ihr über eure Befähigung für das Leben draußen, wenn wir über eure Befähigung für das Leben draußen entscheiden. Also,
fragt. Ich bestehe das schon. Ich werde mich nicht widersetzen, wenn das die Angelegenheit beschleunigt. Nun gut. Tut, was ihr tun müsst, Geist. Ich werde nicht protestieren, wenn es sinnlos ist. Ich weigere mich, dass es sinnlos ist. Euer Zweck hat längst ausgedient. Ich werde euch bis zum Letzten bekämpfen. Nehmen wir das Erste. Gut, Zurückhaltung ist ein gutes Zeichen. Vielleicht seid ihr eure Freilassung näher, als ich dachte. Wir werden sehen. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Ich warte. Irgendwas hat hier nicht ganz richtig gefunzt. Ich zähle mich zu den intelligenteren Schwertern, auch wenn ich aber keine besondere Sicherheitshalber Ausbildung habe. Mal kurz hier ein LP039A machen. Falls ich nicht mehr zurück kann, wegen den Mithril-Münzen. Wobei, ich kann ja mal kurz laden. Wenn ich das Safe schon gemacht habe. Gott, wie öde. Keine große Herausforderung. Mal gucken, wie viele ich hier überhaupt einwerfen kann. Nicht, dass ich nur 10 einwerfen kann oder so. Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Zwanzig Münzen. Kettenhemd. Okay. Wie wär's denn mit jetzt gleich? Wo ist die Maschine wieder? Da ist die Maschine. Keine große Herausforderung. Nee, wisst ihr was? Ich gehe jetzt erstmal weiter. Also ich versuche das mit dem Geist herauszufinden, ob das hier rumbuggt. Die Dienerin schon erledigt. Wo immer Minsk auch hingeht. Böse. Schneller als Chick-Ticker, schnell Pratze. Okay, verstanden. So, du noch? Ach, ich muss die Pause beenden. Wenn ihr es wollt. Für die Gefallenen! Ich werde euch erledigen! Nächstes Mal! Ich warte aber gerne. Erster Fall für eine Prüfung des Sinnes. Eine Prüfung, um festzustellen, ob der Wahnsinn beschmutzt. Es war der Wald, in dem ich's bekam, also setzte ich mich, um es zu suchen. Ich fand's nicht, egal wie sehr ich suchte, also nahm ich's mit nach Hause. Was ist das? Was ist das? Ich verstehe eure Frage nicht. Verspottet mich nicht mit eurem Unsinn. Ich werde solche Beleidigungen mit Gewalt beantworten. Eine Weide, eine Waldnymphe. Die Erde, Splitter. Ein Habicht, die Sonne. Ein Splitter. Klarheit. Ihr durchschaut ein Gemurmel, um ein einziges Stück Intelligenz darin auszumachen. Ein Zeichen für Zurechnungsfähigkeit. Oder des Verstehens des Wahnsinns. Mehr Fragen inmitten der geheimen Orte. Ich bin bereit.
Okay, dann bann mal kurz, bitte. Ich warte. Natürlich. Habt ihr also zu dem geheimsten der Orte gefunden? Was wollen? Sollen wir mit euch machen? Habt ihr geglaubt, sie um Verstand zu finden, wenn ihr am Rande des Wahnsinns wandert? An diesem Ort gibt es nichts, egal wie gründlich die Suche. Was auch nur von dem Verstorbenen und Verwirrten zu erwarten. Ja, selbst die Frage suggeriert schon Unausgewogenheit. Was ist denn das wahre Schicksal? Wer antwortet Unsinn mit Unsinn? Ein Rückschritt der Logik sollte sie vorwärts bewegen. Es gibt keinen Sinn. Lasst uns sehen, wie weit ihr euch ins Unbekannte wagen könnt. Beantwortet mir das und entscheidet, wo ihr endet. Es ist besser als das Beste aller Dinge und schlechter als das Schlechteste aller Dinge. Ihr liebt es mehr als das Leben. Ihr fürchtet es mehr als den Tod. Die Reichen brauchen es und die Armen haben es im Überfluss.